Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2. So, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel Autos versetzen. Wo wird mir das eigentlich mal hier angezeigt, wo ich die loswerden kann? Da wäre... Oh nee. Da können wir es halt verschrotten lassen. Ich glaube, das bringt aber nicht so viel, als wenn wir das irgendwie abgeben, oder? Ist jetzt wirklich nochmal durchs komplette Dings fahren, nicht komplette Stadt. Giuseppe, Werkstatt. Ich befürchte es fast. Na gut, dann können wir vielleicht auf dem Weg auch noch was Neues anziehen. Dass wir nicht mehr gesucht werden und dass wir dann ausnahmsweise hier mal gemütlich rumfahren können. Na guck mal, ich glaube, der Wagen könnte ein bisschen mehr bringen. Mein Fehler, Sir. Ja. Sehe ich auch so. Komm, ich mach dir mal die Tür auf. Für Sie nur das Allerbeste. Das hoffe ich doch. Deswegen bin ich hier. Macht ihr mir nur die Freizeitanzüge? Na gut, dann nehme ich halt davon ein. Ist ja auch in Ordnung. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Sollte ja nicht schaden. Ja doch, hat was. Kommen Sie jederzeit. Also müssen wir die doch zu Bruski bringen. Hm, aber vielleicht nehmen wir dann doch mal ausnahmsweise. Haben wir jetzt hier, da sind gerade Cops vorbeigefahren. Stellen Sie den Motor und steigen Sie aus. Das ist doch echt ein Witz, oder? Autodiebstahl im Gange. Nur der Verfolgung auf. Alles klar. Ich glaube, dann fahre ich einfach mal zu Bruski und dann, werde ich mir dann unterwegs mal noch ein neues Auto suchen. Oder vielleicht komme ich auch an ohne größere Problemchen. Noch hält das ja alles hier noch im Rahmen. Genau. Ihr fahrt echt alle... sagt der Typ, der mitten auf der Autobahn einen Unfall baut. Meine Güte. Wie gesagt, Fahrerei hier. Ihr habt noch alle einen Schuss. Mal gucken, vielleicht kriege ich das Auto ja auch noch einigermaßen unbeschädigt ange- oder weggebracht. Wäre auf jeden Fall schön, weil bringt dann mehr Geld. Hi, Cops. So. Schauen wir einfach mal. Und wie gesagt, sonst holen wir halt dann noch ein paar Autos, verkloppen die dann und hoffen mal das Beste. Ich könnte auch gerade nur mal ein Schild ändern, aber... Pff. Da ich dieses Auto... beziehungsweise das Auto eh gleich weg ist, möchte ich da auch nicht mehr allzu viel investieren. Okay, die Cops stehen gerade ungünstig. Aber gut. Ich glaube, die werden auch nochmal schnell los, wie das aussieht. Sehr gut, wir könnten auch welche von unseren Autos eigentlich theoretisch verkaufen. Und so viel dann zu unbeschädigtes Auto. Aber auch nur, weil hier wieder so blöde, hier diese langsamen Autos alle im Weg sind. Fahrt doch mal ein bisschen schneller. Hier darf man 40 fahren. Dann nutzt das doch bitte mal aus und fahrt nicht alle 30 km/h zu wenig. So,
Ich glaube, das mit den Läden überfallen wir eh ein bisschen stressig. Dann lassen wir das nämlich. Autos verkaufen geht dann, denke ich mal, deutlich besser. Dann können wir auch hier mal ein bisschen durchheizen. Ist ja auch nicht verkehrt, denke ich. Wie weit ist ein... Ach, scheiß drauf. Kurz überlegen, ob ich es vielleicht doch noch reparieren lasse, aber... Nö. Ach, ich glaube, der Hafenarbeiter, das war Dereks Sache, oder? Deswegen können wir das nicht mehr machen, weil wir ihn jetzt ja umgelegt haben. Und? Was meinst du? So, dann mal weg damit. Und ab verschrotten. Dann geht's gleich weiter. Und es klingelt und scheinbar ist wieder keiner da. Bis gleich. So, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe dich noch nicht verschrottet, oder? Nee, hab ich noch nicht. Na dann. Machen wir das halt jetzt. 400 bringt der. Wir brauchen... Ja. Noch 3-4 Autos, dann haben wir's, denke ich. Na dann werden wir noch ein bisschen hin und her laufen. Aber das sollte dann passen, schätze ich. Theoretisch müsste es ja, wenn wir die ja eh verschrotten, soll es ja eigentlich egal sein, wie viel... oder wie kaputt die sind. Du, könnte ich dein Auto haben? Ich möchte gerne mal dein Auto, jetzt erst recht. Hey, raus mit dir! Alter Mann. Oh nein, er bringt uns alle um! Ja, wenn du mich überfahren willst, bist du selber schuld. Oh, da ist ein Wagen gespawnt, wie mir scheint. Ja, das ist mit Tastatur deutlich schwieriger zu steuern alles. War deutlich ungenauer, aber das ist ja normal. Ah, da wäre auch noch ein Auto, sehe ich gerade. Praktisch. So, Wagen Nummer 2 wird verschrottet. Und wie viel bringst du? Auch ungefähr so viel. Dann schauen wir das mal uns an. Verdammt! So, du darfst jetzt noch verschrottet werden. Hep. Das ging jetzt gerade relativ schnell. Naja, auch wieder so um die 450. Gut, und dann brauchen wir jetzt noch... Ja, einen. Dann haben wir es geschafft. Wenn der jetzt auch halt wieder so um den Dreh 400 bringt, der Wagen. Gibt es eigentlich hier einen schnelleren Weg raus, sag mal? Ich glaube nicht. Es wird halt einen schnelleren Weg an irgendein Auto noch schnell zu kommen. Das ist auch nicht mehr so fit, das Wägelchen. Hätte es ja hier noch was. Nö.
Garage wäre da. Schade, hätte ja sein können. Aber ich glaube, wir... Weiß nicht, geht das schneller? Ich habe da noch so meine Zweifel. Dass das hier so viel bringt. Holen wir uns da noch einen Wagen und dann... Sollte es das ja gewesen sein. Ah, die Cops. Wie schön. Ah, jetzt spawnt auf einmal da auch Wagen. Komm, soll's. Gibt das Stress? Da ist schon wieder ein Polizist. Ey, die tauchen aber echt immer genau dann auf, wenn ich ein Auto klauen will. Dann holen wir uns das nochmal. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Oh je. So. Das sollte dann ja reichen. Hui, 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 Auto. Ah, cool, da ist auch wieder Neues. Das ist gut. Dann können wir das nämlich gerade nehmen, um wegzufahren. Oder halt dann Richtung Bruno zu fahren. So, dann kommen wir halt so 0 auf 0 raus, mehr oder weniger. Und eine Errungenschaft, das ist schön. Okay. Ach, den auch noch knacken. Dann knacken wir mal noch. Das ist halt die Frage, ob er auch, also ob unser Freund Joe schon was beisammen hat. Delta Radio, da verabschiede ich die Radkappe. Dann kommt das ja mit den 14 Kapiteln doch hin. Mal gucken, vielleicht ist das da jetzt auch schon die letzte Folge. Schauen wir doch mal. So, auf geht's. Hier nochmal rüber. Ah ja, danke fürs Abbremsen. Ich dachte, ich komme da noch dran vorbei. Oh, meine Herren, hört doch auf, alles zu blockieren. Ich mag diese Autofahrer in der Stadt absolut nicht. Alles klar. Ich werde da nochmal einen Wagen wechseln vorher. Aber dazu müssen wir jetzt die Cops erstmal loswerden. Obwohl, nee, müssen wir gar nicht. Reicht ja, wenn wir einfach zu Joe fahren. Das macht ja zum Glück keinen Unterschied, ob wir jetzt Polizei haben oder nicht. Alter, ihr blöden Wagen, macht doch mal Platz. Meine Güte. So, Ruhe. Okay, wir müssen es doch loswerden. Ja, komm hier. Zufrieden? Dann verzieh dich. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Wir haben noch genug, ja. Aber gerade so. So viel dürfen wir uns jetzt nicht mehr leisten. Aber ja, war ja auch darauf ausgelegt, dass es jetzt halt gerade so hinhaut. Joe war nicht zu Hause.
Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Na ja, gut, dann schauen wir mal, ob da was ist. Sehr grünig hier alles. Interessant. Na, die Cops sind immer noch da draußen, wie es scheint. So, ihr könnt wieder wegfahren. Ist hier alles in Ordnung. So, nehmen wir den mal wieder. Dass wir schön unauffällig durch die Gegend fahren können. Und dann sollte das passen, denke ich mal. Die Frage ist halt, was mit Joe ist. Das mag mir alles gar nicht so gefallen. Ja, also wie gesagt, ich hab's. Ja, ein ungutes Gefühl, aber es wundert mich, wie weit ich das Spiel damals halt auch noch gespielt habe. Weil auch, wie gesagt, die Schießerei in der Lagerhalle war mir noch im Gedächtnis. Interessant. Vielleicht habe ich es ja damals dann doch noch durchgespielt. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, dem Wagen wäre es aber auch, oder hätte es auch mal gut getan, wenn wir den noch ein bisschen getunt hätten. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich denke, wenn wir jetzt unser Geld bezahlen, dann, also die Schulden los sind, dass wir dann erstmal sicher sind. Hm. 27, ja, dann, wenn er dann auch nochmal so um den Dreh eingepackt hat, sollte das ja reichen. So, ab hier rein. Lass dich mal öffnen, du Tür. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Das war jetzt ja nicht so vielversprechend. Na gut, dann geht's jetzt mal weiter. So, lasst mich mal hier abbiegen, danke. So. Da kommt es auch gerade ein Radio. Dass das alles jetzt nicht so schön gelaufen ist. Die Frage ist halt echt, was mit Joe los ist. Nicht, dass sie den auch noch geschnappt haben. Ah,
Haben die Cops wohl gerade noch jemanden geschnappt? Naja, warum nicht? Was auch immer der angestellt haben mag. So, können wir dann hier mal vorbei? Dankeschön. Sehr freundlich alles. Sind auch gleich da. Gut. Wo ist denn der Eingang? Ach so, das ist ja, eher. Wie gesagt, es ist halt auch gut, da waren wir halt nie wieder. Aber es ist halt auch so ein Charakter, wo ich absolut keine Ahnung mehr habe, wer das ist oder wer das war, bis ich jetzt hier hingefahren bin. Da kommen wir auch tatsächlich nicht rein. Wo ist denn der Eingang zu diesem Geschäft? Doch auf der anderen Seite? Dann fahren wir halt auf die andere Seite. Beziehungsweise das können wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Erstmal gucken, dass hier... Bleibt doch einfach vor dem Auto stehen. Ah ja, genau, hier ging's rein. Gut, dann schauen wir dann in der nächsten Folge mal rein. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.